Wieder ein Video mit zwei Teilen, die aber zum selben Thema gehören, nämlich wieder mal Corona. Es gibt aus China schon seit ein paar Tagen interessante Informationen. Zum einen, dass in China viele provisorische Krankenhäuser schon wieder geschlossen sind. Die sind schon wieder zum Teil auf Arbeit oder sogar zum großen Teil kann man sagen. Also die sind auf jeden Fall über den Berg. Und die Neuinfektion, die kann ich mit einer Hand abzählen. Und es sind gewesen in den letzten Tagen fast ausschließlich in Wuhan und weiter draußen gar nichts mehr. Tja, und das Interessante ist, sie haben das geschafft ohne Impfung. Dann habe ich noch eine interessante Tatsache gefunden, auch aus derselben Quelle. Das war die südchinesische Morgenpost. Link findet ihr unter dem Video. Und zwar hat eine Studie dort ergeben, dass das Coronavirus sehr empfindlich auf wärmere Temperaturen reagiert. Mit anderen Worten, wenn es also wärmer wird, dann verschwindet es sozusagen. Dann gehen die Infektionszahlen zurück. Und ja, in den Hauptgebieten, vor allen Dingen Wuhan und in der Provinz Hubei, da ist es mittlerweile auch schon frühlingshaft warm, da ist es also wärmer geworden und es scheint mir einer der Gründe zu sein. Aber selbst wenn das nicht der Grund ist, es ist doch trotzdem so, dass, wenn es jetzt mal eine Quarantäne gibt oder überhaupt, wenn man einfach die sozusagen Erkältungssymptome hat und glaubt, infiziert zu sein, naja, was ist die Empfehlung? Man soll nach Hause gehen und soll sich's gut gehen lassen, so ungefähr. Ja, und zu Hause, wenn das Hause beheizt ist, dann ist es dort warm. Also wie im Sommer. Da hat man eigentlich ständig Sommer. Naja, was passiert da mit dem Virus? Es verabschiedet sich. Ich habe dann noch was gefunden von einem Dr. Wodak, der auch mal Amtsarzt war und der ein Arzt für Lungenkrankheiten ist. Und der hat in 6 Minuten, ungefähr knapp 6 Minuten, dargestellt, was er von der Sache hält. Video, den Link findet ihr unter diesem Video. Und dann habe ich noch ein Interview gefunden von einer Frau Senef. Das ist allerdings in Englisch. Und sie spricht unter anderem auch über Viren, aber auch generell über Krankheitserreger. Und das fand ich sehr interessant. Das werde ich wohl vielleicht demnächst mal das Wichtigste entweder zusammenfassen oder sogar Teile übersetzen. Das habe ich noch nicht entschieden. Mal gucken, wie die Zeit ist. Soweit so gut. Also zu dem Corona persönlich. Nach meiner Auffassung also kein Grund zur Aufregung oder Panik zu machen. Leider wird immer noch zu viel Panik gemacht. Und auch diejenigen, die sagen, mit dem Corona, da ist ja irgendwie was faul, die finden also auch Widersprüche. Aber dazu muss ich sagen, wenn ihr zu dieser Sorte Leute gehört, es gibt noch einen anderen Grund, warum es günstig ist, dass wir alle zu Hause sind, dass die Schulen geschlossen sind und so weiter, dass alles auf ein Minimum reduziert ist, damit die Straßen leer sind. Und das hat Harald Lesch angedeutet. Der wurde im Heute-Journal vom 15. März, also vor 3 Tagen, von Klaus Kleber interviewt, also Abendnachrichten von heute. Und da hat er so sozusagen im Nebensatz was sehr Interessantes gesagt, nämlich, man soll den Anweisungen der Besatzung folgen. Und es bedeutet eben auch, ruhig zu bleiben. Also ich würde fast sagen, folgen Sie bitte den Anweisungen der Besatzung, also zu Hause bleiben. Besatzung? Jetzt wird es interessant. Dazu werde ich in einem anderen Video Stellung nehmen. Das verlage ich auf einen anderen Kanal. Hier will ich nur Andeutung machen. Und zwar, Deutschland ist besetztes Land seit 1918 und hat seitdem keinen Friedensvertrag mehr gehabt mit dem Ende des Kaiserreichs. Sprich, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Da hat ja Deutschland in Anführungsstrichen verloren. Also seitdem ist Deutschland fremdbeherrscht und es hat sich seitdem nie geändert. Und es gab dann auch diesen Versailler Vertrag. Der hat genau 100 Jahre gehalten, dann ist er ausgelaufen und das war am 10. Januar diesen Jahres. Das heißt, seitdem
ist da sozusagen hier irgendwie Niemandsland, herrschen also keine klaren Verhältnisse und die müssen geschaffen werden. Und dafür brauchen wir halt wieder diejenigen, die uns damals besetzt hielten und die eigentlich die Verantwortung dafür haben, dass hier eine Verwaltung ist, die eigentlich eben nur verwaltet, aber uns nicht in irgendeiner Weise unterdrückt und so weiter. Und das hat halt, jedenfalls ist das meine Auffassung, die sogenannte Regierung und die BRD eben doch gemacht. Und da wird es wohl sozusagen ein Update geben, also eine Veränderung. Und unter anderem deswegen sind diese fremden Truppen wieder mal in Deutschland. Es hat angefangen mit dieser Übung namens Defender, eine Militärübung, die offiziell beendet ist. Kann man so im Prinzip stehen lassen, aber was viele halt nicht wissen, das wissen schon einige, aber was viele nicht wissen, ist, dass die SCHEF, also Groß SHAEF, das war eben die damalige, wie soll ich sagen, der Name für das damalige Militär der US-Amerikaner, was halt hier die ersten Schritte unternommen hat, halt wieder zu dieser Verwaltung, die ich gerade genannt habe. Und die haben ein ziemlich gleiches Wappen wie das, was für die Truppenübung namens Defender benutzt wurde. Ist doch mal interessant. Ja, und das Weitere dann halt in einem anderen Video. Link findet ihr unter diesem Video hier und eventuell da oben im i, sobald es fertig ist. Nach meiner Recherche ist es auch so, wenn ich vergleiche mit anderen Ländern, dass wir auf jeden Fall eine Woche haben werden, ungefähr. Es kann auch mehr sein, 10 Tage. Ich hoffe nicht, dass es mehr wird, wo wirklich so ziemlich gar nichts mehr gehen wird, also Ausgangssperre. Das haben die Italiener gehabt, die Österreicher haben es gerade noch und auf uns kommt es zu. Ist meine Einschätzung. Deswegen seid vorbereitet, kommt gut über diese Zeit und überhaupt über alles. Ich sag mal, nach Ostern ist die Sache erledigt und euch alles Gute. Ein wichtiger Nachtrag. Falls ihr mir bisher gefolgt seid, die große Frage ist, kommen die Amis diesmal als Freund oder als Feind? Oberster Chef, der Chef, ist Donald Trump, also der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Trump hat keinen einzigen Krieg angefangen, seitdem er im Amt ist.